ihr Lieben, zum 24. Dezember gibt es eine Buchvorstellung. Der Tag vor Weihnachten von Christina Staudinger. Der Tag vor Weihnachten von Christina Staudinger ist ihr drittes Buch. Das Buch zählt in die Kategorie Horror. Es hat 145 Seiten und gibt es als E-Book für 4,99 €, als Hardcover für 16,90 € oder als Taschenbuch für 8,99 €. Es folgt der Klappentext: Der Heiligabend naht. Doch nicht alle werden das Weihnachtsfest miterleben. Es ist der Tag vor Weihnachten. 13 Horror-Kurzgeschichte. Der Frostige begräbt alles unter seinen Eismassen. Alte Rezepte werden weitergegeben. Die wahre Liebe wird bis nach Hause verfolgt. Doch davon weiß sie nichts. Ein Blind Date nimmt eine unerwartete Wendung. Ein Onryo, ein rachsüchtiger Geist, besucht jemanden aus der Familie. Ein Ausflug in ein schönes Cottage im Wald findet ein abruptes Ende. Und noch 7 weitere weihnachtliche Geschichten beschreiben die Schicksale, die sich am Tag vor Weihnachten abspielen. Es folgen 1 oder 2 Geschichten aus dem Buch Backe, Backe Kuchen. Der Duft der selbstgebackenen Plätzchen wehte wie ein Windhauch zu ihr hinüber und sie überkam sofort eine Erinnerung an ihre Großmutter. Jessica hatte immerzu versucht, die Tradition zu bewahren, die ihre Oma so liebevoll gepflegt hatte. Jedes Jahr beendete sie am Tag vor Heiligabend das Backen ihrer allseits bekannten selbstgemachten Plätzchen. Vanillegipferl, Zimtsterne, Butterplätzchen, Nusskringel, Schneeflocken, Nougatplätzchen. Alle Rezepte in einem von Hand geschriebenen Buch verewigt. Schon als Kind hatte Jessica ihrer Oma gerne beim Backen zugesehen. Meist durfte sie ihr auch etwas zur Hand gehen. Der alten Dame war es wichtig, dass die ganze Familie in den Genuss ihrer Köstlichkeiten kam. So fand sich auf der hinteren Seite des Backbuches auch eine Liste mit Adressen. Verschiedene Tanten, Onkel, Cousins und weiteren Verwandten waren dort aufgelistet. Jessica kannte einen Teil nicht einmal und dennoch, wie ihr aufgetragen wurde, schickte sie jedes Jahr Plätzchen an die Adressen, die ihre Großmutter ihr hinterlassen hatte. Zum Dank bekam sie Briefe aus allen Ecken des Landes, die ihr Herz erfüllten. Ihre Großmutter hatte recht gehabt. Es war wichtig, Traditionen zu bewahren. Die junge brünette Frau drehte den Lautstärkeregler ein Stück weiter auf. Für ihren Backmarathon hatte sie sich eigens eine Playlist mit dem Titel Jessicas Musik Backe Backe Kuchen erstellt. Auf dieser fand sich nicht nur das gleichnamige Kinderlied, sondern auch viele Weihnachtslieder aus dem Pop- und Rockbereich. Während die christnächtlichen Töne durch die Küche hallten, wippte Jessica heiter mit ihren Füßen. Die erste Sorte der Plätzchen, Zimtsterne, waren bereit, aus dem Backofen geholt zu werden. Mit ihrem Ofenhandschuhen bewaffnet, machte sich Jessica daran, das Blech herauszuziehen. Sie summte dabei und bewegte sich im Takt der Musik. Das jährliche Backen war ihr Highlight in der Weihnachtszeit. Schon in wenigen Tagen würden die ersten Grüße per Post ankommen, in denen ihr für ihre Mühe gedankt wurde. Die letzten Jahre hatte sie immer auch eine große Portion Plätzchen für alle mit in die Arbeit gebracht. Doch dieses Jahr tat sie
es nicht, denn da dankte es ihr niemand, während es sich ihre Kollegen allerdings schmecken ließen. Kein Danke, Jessica. Oder sind die lecker? Nicht einmal ein kurzes Zunicken. Sie wollte ja gar keinen Blumenstrauß oder eine große Beglückwünschung zu ihren leckeren Süßwaren. Aber viel Arbeit machten sie dennoch und es hatte sie traurig gemacht, dass keiner ihrer Kollegen ihre Mühe wertschätzte. Doch davon ließ sie sich dieses Jahr nicht ihre gute Weihnachtslaune vermiesen. Wer weiß, vielleicht würden sie ja sogar nach den Plätzchen fragen. Der einzigen, der Jessica ihre leckeren Weihnachtsleckereien wahrlich nicht vergönnte, war ihre Kollegin Sherry. Sie war eine hochgewachsene, schlanke und unglaublich schöne Frau mit schwarzem, langen Haar. Sherry wusste nicht nur um ihre Schönheit, sondern war auch unfassbar durchtrieben. Mit ihrem Charme gelang es ihr, jeden einzuwickeln und so Projekte von sich schieben zu können, bis die Schreibtische ihrer Kollegen fast überquollen und ihrer leer blieb. Jessica hasste diese eingebildete Ziege. Seit mehreren Tagen war sie nicht mehr zur Arbeit erschienen. Und es lag für die meisten ihrer Kollegen nahe, dass sie es nur nicht mehr für nötig befunden hatte, ihren Urlaub anzukündigen. Schließlich kam sie ohnehin mit allem durch. Besonders die männlichen Kollegen und auch Jessicas Chef wirkten dennoch bedrückt, dass Sherry weg war. Jessica hingegen hatte sich gefreut, die letzten Tage vor Weihnachten in Ruhe ohne Miss Perfect arbeiten zu können. Da Sherry sowieso gewillt war, keinen Finger zu rühren und andere ihre Arbeit machen zu lassen, änderte sich nichts, außer der angenehmen Ruhe von ihrer nervigen Piepstimme. So tänzelte sie weiter durch die Küche ihrer kleinen Wohnung. Ihr Herz war leicht und sie liebte dieses Gefühl, das jedes Jahr kurz vor Weihnachten ihren ganzen Körper erfasste. Ein Gefühl von Geborgenheit, das Gefühl ihrer Großmutter ganz nahe zu sein. Letztes Jahr hatte sie am Abend vor Weihnachten nicht geschafft, alle Sorten feierlichen Köstlichkeiten zu backen. Doch es hatte ihr nichts ausgemacht, auch an Weihnachten eine weitere Backrunde einzulegen. Es war wie eine lange Meditation für sie, die sie liebte. Das Läuten der Türglocke war trotz der lauten Musik deutlich zu vernehmen. Jessica wunderte sich. Sie erwartete niemanden. Durch den Türspion erkannte sie augenblicklich die hagere Person mit den rehbraunen Augen. Es war Tom, ihr Arbeitskollege. Eilig zupfte Jessica ihr Kleid zurecht und legte die Schürze ab, die sie darüber getragen hatte. Damit hatte sie nicht gerechnet. Was tat Tom bei ihr zu Hause? Sie grinste in sich hinein, als sie die Wohnungstür öffnete. Hi, Tom! Ihre Stimme war fast schon säuselnd. Was für eine schöne Überraschung. Hi, ich wollte eigentlich nur kurz vorbeikommen, um dich was zu fragen, begann Tom vorsichtig. Na klar, komm doch rein. Die erste Fuhre Plätzchen ist schon fertig. Jessica trat beiseite, um ihn einzulassen. Toms Augen waren müde. Trotzdem wirkte er auf Jessica wie ein Adonis. Er war seit mehreren Jahren in der Arbeit an Jessicas Seite. Aber er war nie in ihrer Wohnung gewesen. Oder hatte sie je anders gesehen als nur als Kollegin?
Eifrig hielt sie Tom einen Teller mit noch warmen Süßgebäck vor die Nase. Es sah köstlich aus, fand Jessica. Er griff zu und lächelte sie mit vollen Backen an. Die sind wirklich hervorragend, Jess. Jessicas Wangen wurden heiß. Tom nahm sich noch ein Plätzchen. Soll ich dir welche einpacken? Ja, gerne. Aber eigentlich bin ich hier, weil ich fragen wollte, ob du Sherry gesehen hast. Jessica war gerade dabei, die Plätzchen in eine kleine Box zu packen, als sie überrascht innehielt. Das war also der Grund seines Besuches? Nicht sie? Sherry? Wie kam er bitte darauf, dass sie wissen konnte, wo Sherry war? Nein, aber du weißt ja, wie flatterhaft und unzuverlässig sie ist. Jessica drückte ihm höflich die eingepackten Backwaren entgegen. Er nahm sie und schenkte ihr ein warmes Lächeln. Nun ja, trotzdem vielen Dank für die Plätzchen. Die sind wirklich toll. Tom rang sich ein breites Grinsen ab. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Bis dann, frohe Weihnachten. Jessica schüttelte den Kopf. In ihrer Stimme hatte mehr Enttäuschung mitgeschwungen, als es ihre Absicht war. Was würde Tom denn bitte an der eingebildeten Schnepfe finden? Rasch band sie sich die Schürze um die ausladende Hüften. Sie wollte ihrer Backtätigkeit nachgehen, um schnellstmöglich Tom und seine Zuneigung für die dumme Sherry zu vergessen. Der nächste Plätzchenteig war ohnehin beinahe fertig. Jessica nahm eine der weißen Stangen, um sie eilig zu zermahlen. Das Zermahlen war eine Heidenarbeit, aber das war es wert. Eines musste Jessica klar zugeben. Gut schmecken tat Sherry ja schon, zumindest ihre Knochen. Last-Minute-Geschenke. Erik war so ein Idiot. Mit schnellen Schritten lief er die Einkaufspassage entlang. Alles sollte dieses Jahr doch perfekt sein. Erik hatte seine geliebte Frau Annie schon immer unterstützt. Doch im Vergleich zu ihr war das nichts. Er fragte sich regelmäßig, womit er das verdient hatte. Ihren großen Traum zu schreiben vernachlässigt sie schon seit Jahren und irgendwie verließ ihn das Gefühl nicht, dass es seinetwegen war. Daher hatte er ihr für dieses Jahr ein Cottage im Wald gemietet. Eine Woche nur für sich und das Schreiben, denn er wusste, zu Hause würde sie keine Ruhe finden. 4 Tage lang hatte er sie nun schon nicht mehr gesehen und morgen würde er sie besuchen, um das Weihnachtsfest gemeinsam zu verbringen. Schon den ganzen Tag hatte er in der Küche gestanden und einen Stollen gebacken, die Vorspeise für morgen vorbereitet und alles gepackt, was er zum Kochen des Festmahls morgen benötigte. Er war nie ein guter Koch gewesen, aber für Annie würde er in jedem Fall alles geben. Erik hatte einen Freund gebeten, sich morgen um die Katzen zu kümmern, sodass er bei seiner geliebten Frau bleiben konnte. Doch dann, als er endlich mit allen Vorbereitungen fertig gewesen war, war ihm etwas aufgefallen, das ihm augenblicklich das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er hatte keine Geschenke. Die Kälte zog sich durch seinen dünnen Mantel. Er schüttelte den Kopf. Wie hatte er denn nur das Geschenk für Annie vergessen können? Natürlich könnte er behaupten, der Urlaub im Cottage sei ihr Weihnachtsgeschenk. Sie würde ohnehin nichts verlangen. Selbstverständlich nicht, denn sie war eine großherzige, wunderbare Frau. So wunderbar,
dass sie ein richtiges Geschenk verdient hatte. Eines, das unter dem kleinen Weihnachtsbaum, den er heute geschmückt in den geliehenen Transporter gestellt hatte, liegen würde. Eines, das schön verpackt war, mit Schleife. Das hatte sie verdient. Er würde ihr die Welt schenken, wenn er könnte. Der Schnee unter seinen Füßen war bereits matschig durch die unzähligen Besucher vor ihm. Weihnachtslichter, die an jeder Hausmauer und an jeder Laterne befestigt waren, leuchteten mit der untergehenden Sonne um die Wette. Da erblickte Erik eine Schmuckboutique, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Annie und er waren häufiger hier spazieren, doch diesen prunkvollen Laden hatte er noch nie gesehen. Das ausladende Schaufenster hatte beinahe eine hypnotisierende Wirkung auf jeden vorbeigehenden Besucher. Strahlende Steinchen vermischten sich mit dem Glitzern von goldenen und silbernen Elementen. Wenn er hier nichts Schönes für seine Annie fand, er schob die gläserne Tür auf, woraufhin ihm eine wohlige Wärme willkommen hieß. Erik konnte seine Augen nicht von den glänzenden Objekten in den einzelnen Vitrinen lösen. Erst als sich eine Stimme bemerkbar machte, hob er den Kopf. Guten Tag, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ein großgebauter Mann mit einem Schnauzer stand ihm gegenüber. Irgendwie unpassend für einen Laden wie diesen, fand Erik. Ich suche nach einem Geschenk für meine Frau. Er lächelte, während sein Gesicht leicht rot anlief. Sein Gegenüber musste klar sein, dass er das Geschenk für Weihnachten vergessen hatte. Wenn das jedoch der Fall war, ließ er es sich nicht anmerken. Seine Miene war hart und unfreundlich. Erik war das herzlich egal. Er würde ein schönes Geschenk finden und dann gleich wieder nach Hause fahren, um es schön zu verpacken. Sogar das Geschenkpapier hatte er vorgestern gekauft. Wie zum Teufel konnte er nur das Geschenk vergessen? Das 100. Mal am heutigen Abend ärgerte er sich über sich selbst und seine Vergesslichkeit. Interessiert sah er sich in den Vitrinen um. Im Augenwinkel bemerkte Erik, dass der andere Herr das Schild an der Tür aufgeschlossen drehte. Sie sind unser letzter Kunde heute Abend, erklärte er mit einem angestrengten Lächeln. Kommen Sie doch mit nach hinten. Da haben wir noch besonders schöne Überraschungen. Der glatzköpfige Mann deutete auf eine Türe im hinteren Bereich der Boutique. Erik setzte sich in Bewegung. Ein lautstarkes Klingeln unterbrach ihn. Entschuldigen Sie. Erik tastete nach seinem Smartphone in seiner Jackentasche. Annie rief an. Hey Annie. Hey, wie geht's? Der Empfang ist ganz furchtbar. Warte kurz. Mit großen Schritten eilte Erik aus der Tür hinaus ins Freie. Der Herr hinter ihm blieb verdutzt zurück. Sein Puls begann zu rasen. Er schluckte. Der kalte Messergriff in seiner rechten Hand, die schwer hinter seinem Rücken lag, sagte nach unten. Er hätte die Türe zusperren sollen. Dann wäre ihm sein letztes Opfer nicht so leicht entwischt. Er war doch längst kein Anfänger mehr. Das bewiesen die Leichen seiner anderen Kunden, die nur wenige Meter entfernt im angrenzenden Zimmer lagerten. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Genießt die Feiertage und wir hören uns Silvester wieder.